Hallo und willkommen bei Lifetech.de. Dies sind die Techniknachrichten der 17. Kalenderwoche des Jahres 2014 in 90 Sekunden. Wurde das beste Smartphone des Jahres vorgestellt? OnePlus ist ein neuer Smartphone-Hersteller, der vor kurzem ein neues Smartphone mit dem Namen OnePlus One vorgestellt hat. Das One ist ein Smartphone mit einer technischen Ausstattung, die den Flaggschiffen von anderen Herstellern sehr ähnlich ist. Es hat einen der schnellsten mobilen Prozessoren, den Snapdragon 801 mit 2,5 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher und eine 13-Megapixel-Kamera. Außerdem ist das vorinstallierte Betriebssystem des OnePlus One die neueste Version des CyanogenMod. Jedoch kostet es bei diesen Spezifikationen nur 270 Euro mit 16 GB und 300 Euro mit 64 GB. Wegen diesem extrem günstigen Preis wird vermutet, dass das OnePlus One ein ernstzunehmender Konkurrent für die anderen Hersteller werden könnte. Jedoch kann man sich das One zurzeit nur mit einer Einladung kaufen, damit einkalkuliert werden kann, wie viele Geräte vom Hersteller produziert werden müssen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem OnePlus One denkt und ob ihr euch eins kaufen würdet. Die besten Kommentare kommen in die nächste Folge der Tech News. Wie wird das iPhone 6 aussehen? Jetzt sind die ersten Hüllen auf einem Blog aufgetaucht, die angeblich für das iPhone 6 sein sollen. Nach einigen Bilderleaks könnte es sein, dass wir durch diese Cases eine kleine Vorschau auf das iPhone 6 bekommen. Neu ist scheinbar der An- und Ausschalter, der jetzt nicht mehr oben, sondern an der rechten Seite des Gerätes ist. Außerdem gibt es seit neuestem einige Gerüchte, dass das iPhone 6 einen gebogenen Bildschirm haben soll. Alle diese Vermutungen wurden bis jetzt jedoch noch nicht bestätigt. Jetzt möchte ich euch noch den Kanal SimCocos Tech World vorstellen. Auf seinem Kanal findet ihr neben Videos über Apple und Apple-Produkte auch Reviews und Tutorials zu anderen Themen rund um Technik. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei und abonniert ihn, um kein Video mehr von ihm zu verpassen. Letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr denkt, dass HTC mit einem HTC One M8 aus Plastik Erfolg haben wird und ob ihr euch eins kaufen würdet. Dies waren eure Antworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war Lifetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.